3 Uhr morgens in Hannover. Heute geht's für Kerstin Jacobs in den Flieger. Als Flugbegleiterin muss sie 24 Stunden aus dem Koffer leben. Wie ihr Kollege, der Flugkapitän Nils Bartling, der uns seinen persönlichen Packtrick verrät. Wo er den Rasierer sicher verstaut. Kerstins Job ist eine Grenzerfahrung. Temperaturschwankungen, schlechte Luft, Verletzungsgefahr. Um zum Beispiel Ausrutschen zu vermeiden, schwört sie auf. Ding Nummer 1. 2 Paar Schuhe. Klingt erstmal nicht so special. Aber bei unterschiedlichen Temperaturverhältnissen und langen Flügen danken es ihnen ihre Füße. Glauben Sie dem Profi. Das sind meine Galley-Schuhe. Galley bedeutet Bordküche. Und die meiste Zeit während des Fluges laufen wir ja durch die Bordküchen und durch die Gänge oder durch den Gang. Und da niemand von uns 10 Stunden auf hochhackigen Schuhen stehen möchte, haben wir diese bequemen Schuhe. Trotzdem gibt's strenge Regeln für die Flugcrew. Auf dem Weg zum Flugzeug und bei der Begrüßung muss die Uniform inklusive hochhackigen Schuhen sitzen. Die flachen Schuhe sind aber griffbereit im Handgepäck. Flughafen Hannover. Im Crewraum geht es eine Stunde vor Abflug um die letzten Details. Kerstin und die Kolleginnen planen den Service an Bord. Wir nutzen die Zeit vor dem Abflug und lernen den Piloten Nils Bartling kennen. Auch er ist ein absoluter Reiseprofi und hat für die Männerwelt Tipps parat. Zum Beispiel fürs perfekte Kofferpacken. Ja, so ein kleiner Trick immer im Schuh kann man ganz gut aus Platzgründen, aber auch, weil sich sonst gerne einschaltet, einen Rasierer verstecken. Den am besten natürlich irgendwie in eine Plastikfolie, Plastiktüte tun und dann hat man seinen Rasierer sicher verstaut. So bleibt die Batterie voll und der Rasierer schaltet sich nicht ein. Das ist wichtig, da sonst die Flughafen-Security womöglich Alarm schlägt. Und dann dauert es richtig lang. Der wichtigste Reisebegleiter für Pilot Nils, das Handy. Klar, zum Telefonieren, aber auch als Speicher für Reisedokumente. Ich mache ein Foto mit meinem iPhone in der Notizen-App. Dann habe ich sozusagen meinen Personalausweis und meinen Führerschein immer gescannt. Falls ich den mal verliere oder Zielgebiet einfach Portemonnaie vergesse, habe ich sozusagen immer meine Dokumente dabei. Ein weiterer Tipp, die Notizen verschlüsseln. Wie das geht, erfahren Sie, wenn Sie unten stehenden QR-Code scannen. Für alle Reiselustigen kann es so entspannt und sicher in den Urlaub gehen. Damit nichts schief geht auf der Reise, hat Kerstin ihr Ding Nummer 2 dabei. Ein persönlicher Anhänger an der Tasche. Eins fällt sofort auf. Alle Flugbegleiterinnen tragen die gleichen Uniformen und die gleichen Handtaschen. Aber an Kerstins Tasche baumelt ein kleiner roter Anhänger. Wofür ist der denn gut? Das habe ich von meinem Sohn. Der hat mal beim BLR gearbeitet und ist immer an meiner Tasche dran, weil wir alle die gleichen Handtaschen haben. Und einer Kollegin ist schon mal passiert, dass sie die falsche mit nach Hause genommen hat. Das passiert wirklich leicht, weil die alle ähnlich aussehen. Jetzt passiert es nicht mehr. Allein im Mai sind knapp 100.000 Flieger in Deutschland gestartet. Ein großes Problem, Verwechslungsgefahr am Kofferband. Unser Tipp, den Koffer auch mit einem persönlichen Item markieren, zum Beispiel mit Klebeband. Dann erkennt man den Koffer sofort auf den ersten Blick. Mittlerweile ist es 5.10 Uhr und das Boarding geschafft. Jetzt dauert es ungefähr 2 Stunden bis nach Griechenland. Zeit genug, in die bequemen Schuhe zu schlüpfen. Währenddessen kommen wir zu Ding Nummer 3, den Fluginfo-Apps. Mittlerweile läuft die gesamte Durchführung des Bordservices über Kerstins Tablet. Aber warum braucht sie so viele verschiedene Apps? Also ich habe einmal firmenintern verschiedene Apps, indem ich Passagierzahlen sehe, was der Passagier bestellt hat, wo der Passagier sitzt. Und wenn ich Informationen haben möchte, in den Flugverlauf betreffend,
lade ich mir eine App runter, zum Beispiel die Moving Map. Es gibt da verschiedene Apps, die man sich runterladen kann. Da kann ich den Flugverlauf, die Strecke und die Zeit bis zur Ankunft sehen. Spezielle Fluginfo-Apps funktionieren auch im Flugmodus. Einfach vor dem Start Karten und Flugdaten in der App downloaden. So gibt es unterwegs auch offline Infos rund um den eigenen Flug. Alles. Von der Route, Infos zu Orten, über die man fliegt, bis hin zum Wetter am Zielflughafen. Welche Apps das sind, verrät der unten stehende QR-Code. 8 Uhr. Die Landung auf Korfu ist geglückt. Für 175 Passagiere geht's jetzt ins Hotel. Und für die hat Nils noch einen digitalen Geheimtipp. Einige haben Sorge vor Kameras oder anderen Geräten, die sozusagen schnüffeln. Und mit dieser App von Fing kann man sozusagen dagegen schnüffeln und sehen, was da überhaupt los ist. Und wenn dann solche Geräte sind, dann sagt man mal bei der Rezeption Bescheid und fragt mal nach, wo kommt es her, dass hier eine Webcam installiert ist. Das funktioniert so. Mit dem WLAN-Netz verbinden, mit der App scannen und schon sieht man, welche Geräte noch im selben Netzwerk online sind. Nach dem Spionagecheck steht dem wohlverdienten Urlaub nichts mehr im Weg. In 30 Minuten kommen die neuen Fluggäste. Zeit für eine kurze Pause für Kerstin und das Team. Mit 30 Jahren Berufserfahrung hat sie den nächsten cleveren Tipp für uns. Man soll viel trinken auf dem Flug. Ich trinke zwischen 1 und 2 Liter, also eigentlich auf jedem Leck 1 Liter, also auf jeder Strecke 1 Liter. Und irgendwann kann man das Wasser pur nicht mehr sehen. Und dann mache ich mir so zur Erfrischung und damit ich mal einen anderen Geschmack habe, diese kalt aufgießt Teebeutel ins Wasser und das schmeckt ganz lecker. Wer keinen Bock auf Tee hat, kann auch eigenen Instant-Kaffee mitnehmen. Und auf langen Reisen dann mal nett beim Personal nach heißem Wasser fragen. In der Pause braucht Kerstin Ding Nummer 4, Haarspray. Klar, die Strähnchen bleiben mit dem Haarkleber, wo sie sein sollen. Aber auch Laufmaschen haben keine Chance. Die Laufmaschen, wie der Name schon sagt, die laufen leider. Und wenn man ganz starkes Haarspray hat und die Laufmasche schnell fixiert, sozusagen auf der Haut fixiert, kann man Glück haben, dass man den Rest des Fluges die Strumpfhose nicht wechseln muss. Und das rettet mir sozusagen den Flug. Und für die Männerwelt hat Pilot Nils Tipps auf Lager. Beim Essen als Schlipsträger sollte man auf jeden Fall die Krawatte hier drunter machen. Oder wenn man diese Klappen nicht hat, einfach mal so zurücklehnen. Wenn man sich jetzt hier leider beim Essen irgendwie so einen Fleck hier drauf macht, dann kann man natürlich elegant den Schlips wieder davor klappen und sieht nichts. Oder auf jeden Fall immer Desinfektions- bzw. noch viel besser sind Erfrischungstücher dabei haben. Und mit diesen Erfrischungstüchern, die sind so ein bisschen seifig, kann man super Flecken entfernen. Oder perfekt die Schuhe zum Glänzen bringen. Für die neuen Fluggäste geht's zurück in die Heimat. Kerstin ist jetzt 8 Stunden auf den Beinen. Und das bei 20 Grad Temperaturunterschied. Sieht easy aus, ist aber ganz schön anstrengend. Da geht nichts ohne Kerstins Ding Nummer 5, dem Wasserspray. Nach über 4 Stunden Fliegen in der trockenen Luft ist das der perfekte frische Kick für zwischendurch. Oh, das ist eine super Idee. Nimm bitte auch einen. Ja. Der Sprühkopf zerstäubt das Wasser und bildet so einen kühlenden Film auf der Haut. Und das mit oder ohne Duft. Das einfache Wasser kostet im Drogeriemarkt zwischen 1 und 8 Euro, wohlgemerkt. Ist nur Wasser. Selber machen geht auch. In eine Pumpflasche Wasser und ein paar Tropfen ätherische Öle rein. Aber nicht mehr als 100 Milliliter ins Handgepäck packen. Das ist nämlich verboten. Also ich finde das wirklich klasse. Das kann ja jeder benutzen. Wer lange Zug fährt, wer lange Autofahrten vor sich hat oder eben perfekt ist es wirklich für die Luft an Bord, die sehr wenig Feuchtigkeit enthält. Das ist einfach eine Erleichterung, ein ganz angenehmes Gefühl auf der Haut. Der kleine frische Kick für unterwegs. So steht der nächsten Reise nichts im Weg. Ob 2 Paar Schuhe, ein individuelles Kennzeichen am Gepäck.
praktische Fluginfo-Apps oder Hilfsmittel wie Haarspray und Erfrischungstücher. Mit den Tipps der Flugcrew kann jetzt nichts mehr schiefgehen.